Ja, schön, dass du da bist zum Gute-Nacht-Qigong-Programm hier mit mir, Korno, Qigong-Lehrer auf YouTube im Qigong-Club. Das Programm, was wir jetzt machen, besteht aus drei Schritten. Fängt an im Stehen, dann im Sitzen und der letzte Schritt dann im Liegen in deinem Bett. Ich bilde das auf einer Yogamatte nach, du machst es dann bei dir im Bett. Dieses Programm hilft dir dabei, besser nochmal runterzukommen vor dem Zu-Bett-Gehen, besser einzuschlafen und deine Schlafqualität zu fördern. Sei mit dabei und dann legen wir jetzt los. Du stehst in der Grundposition, die Füße schulterbreit voneinander entfernt, genau parallel ausgerichtet. Hebst dann mit der Einatmung die Schultern. Mit der Ausatmung die Schultern wieder fallen lassen. Dann spürst du in deine Hände hinein, in deine Finger. Hebst die Arme ruhig nach vorne, ungefähr bis auf Magenhöhe. Drehst dann die Handflächen nach oben, nimmst die Arme zur Seite. Hebst dann die Arme weiter nach oben, bis sich die Mittelfinger über dem Kopf eine Faustbreit darüber berühren. Kannst du gern auch nochmal kontrollieren. Und dann nimmst du ganz ruhig die Hände nach hinten, legst die Mittelfinger auf den hervorstehenden Nackenwirbel am unteren Ende des Halses und gehst gedanklich die Wirbelsäule entlang nach unten. Vielleicht mit der Vorstellung wie ein Wasserrinnsal, die Wirbelsäule entlang und die Rückseite der Beine, da teilt sich der Strom entlang nach unten, über Waden, Füße bis in den Boden hinein. Dann nimmst du die Hände wieder über das Beihui, über den Kopf und gehst von dort aus zu den Ohren, gedanklich von den Händen in die Ohren hinein. Dann zu den Nieren hinten am unteren Rücken und von dort aus die Außenseite der Beine entlang, nach unten bis in den Boden hinein. Dann die Hände wieder über das Beihui nehmen und abschließend die Vorderseite entlang nach unten gehen mit den Händen in gerader Linie vor dem Körper. Und sobald die Hände auf den Oberschenkeln liegen, zeigen die Finger gerade nach unten und gedanklich gehst du weiter nach unten über Kniescheibe, Schienbeine, Füße bis in den Boden hinein. Als nächstes setzt du dich ganz in Ruhe auf deinen Stuhl. Füße haben vollen Kontakt zum Boden. Du lässt deine Arme locker seitlich herabhängen. Kommst erstmal an im Sitzen. Und hebst dann ganz langsam die Arme nach außen, wie zwei Flügel, bis auf Schulterhöhe. Drehst dann die Handflächen nach oben, nimmst die Arme weiter nach oben, zeichnest einen riesigen Kreis und nimmst die Hände vor dem Körper wieder nach unten herab, ganz langsam vor der Brust, ganz beruhigend. Sanft und lässt die Hände dann wieder seitlich am Körper sinken und wiederholst diese Bewegung. Langsam nach oben steigen lassen, auf Schulterhöhe die Handflächen nach oben und dann vor dem Körper ganz ruhig und sanft die Hände hinabsinken lassen.
bis die Hände wieder locker am Körper hängen und ein dritter Durchgang dann noch. Wieder ganz entspannt, wie von selbst, die Arme hochsteigen lassen, auf Schulterhöhe die Handflächen nach oben drehen und dann vor dem Körper die Hände ganz ruhig nach unten führen. Dann vor dem Körper die Hände hochsteigen lassen, die Hände zum Körper nehmen und dicht vor dem Körper ganz ruhig hinabführen. Hände vom Körper dann wieder wegnehmen und nach oben steigen lassen. Und vor dem Körper dann wieder nach unten nehmen. Ganz ruhig und sanft. Und noch ein drittes Mal weit weg vom Körper nach oben steigen lassen und dicht vor dem Körper beruhigend nach unten sinken lassen. Und dann die Hände auf den Unterbauch legen und für einige Momente ganz in Ruhe in den Unterbauch spüren. Mit dem Bewusstsein der Achtsamkeit in den Händen ankommen. Spüre, wie die Ruhe sich in dir ausbreitet. Nun liegst du im Bett, die Füße gespreizt, ungefähr schulterbreit voneinander entfernt. Zur Not drück nochmal die Pause-Taste und leg dich in Ruhe hin, die Arme neben dem Körper. Und dann kommen wir gleich zur Scheibenwischertechnik. Mit der Einatmung die Füße zueinander drehen nach innen und mit der Ausatmung ganz ruhig die Füße auseinandernehmen, Fußspitzen nach außen drehen. Mit der Einatmung wieder nach innen, mit der Ausatmung ganz in Ruhe die Füße wieder nach außen drehen, wie zwei Scheibenwischer. Und das kannst du mit mir zusammen jetzt ein paar Mal machen oder auch für dich alleine dann im Bett fortführen. Deine Atmung wird immer ruhiger, der Ausatmung die Füße nach außen, mit der Einatmung die Füße nach innen drehen. Das Ganze kannst du wie ich jetzt 10 Mal machen oder auch nach Belieben noch länger, bis du schläfrig wirst. Der Einatmung Füße nach innen. Mit der Ausatmung die Fußspitzen nach außen. Zum Abschluss
nimmst du deine Hände auf den Unterbauch, wenn du magst. Wenn du schon schläfrig genug bist, kannst du dich auch einfach zur Seite in die Schlafposition drehen, ohne einzusammeln. Wenn du dich noch ein bisschen wach fühlst, dann nimm die Hände auf den Unterbauch und wärme deinen Unterbauch mit den Händen. Atme noch für einige Momente in deine Hände, in den Unterbauch mit ruhigen, tiefen Atemzügen, bis du immer schläfriger wirst. Und dann ganz wie von selbst in den Schlaf hineingleitest. Ja, ich hoffe, du konntest gut mit diesem kleinen Einschlafprogramm ein bisschen runterfahren. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Nacht und süße Träume. Bis dann. Ciao.